Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal Filme und Serien wieder. Wenn ihr die Videos davor schon gesehen habt, einmal zu Assassination Nation und einmal DVDs, Blu-rays und was ich im TV geguckt habe, seit November 2011, 18. Ich bin halt nicht vorher dazu gekommen, was zu machen. Jetzt wollen wir Amazon uns durchnehmen, auch etwa so ein halbes Jahr habe ich jetzt zurückverfolgt und habe alles hier drin. Das ist natürlich jetzt eine längere Liste und Netflix ist genauso lang. Und gehen wir jetzt einfach mal durch. Ich habe mir als erstes Outsiders hier aufgeschrieben, weil ich das am Rande noch erwähnen wollte. Da habe ich auch in Klammern, also ihr findet alles auch in der Videobeschreibung, habe ich in Klammern geschrieben, AXN-Channel. Da hatte ich mir für 30 Tage diesen AXN-Channel mal ausgeborgt. Genutzt habe ich nicht wirklich. Also ich wollte mal reingucken und habe dann Outsiders gefunden, das habe ich geguckt. Dann wollte ich immer mal irgendeinen Film noch gucken von Sony. Bin ich nicht dazu gekommen. Jetzt warte ich ab, bis Outsiders so verfügbar ist oder vielleicht bei Netflix kommt oder wenn Outsiders fertig ist. Ich gucke da immer bei Amazon nach, bis zu welcher Folge jetzt da ist. Und wenn da nichts mehr dazu kommt, dann mache ich vielleicht noch mal einen Monat für 7 Euro oder so für AXN und dann gucke ich mir alle Folgen, die mir fehlen, am Stück an. Ich bin, glaube ich, bis welche Folge bin ich gekommen? 3, 4, der Berg, glaube ich, war das irgendwie. Der Berg. So hieß die Folge, der Berg. Also wie gesagt, das ist nicht zum Kaufen, das ist nicht zum Leihen, das ist ein Channel innerhalb von Amazon Prime Video. Und zwar AXN. So, dann habe ich mir auch geschrieben, American Gods Staffel 2. Da bin ich schon dabei, das zu gucken, seit das da ist. Da habe ich ja Ewigkeiten darauf gewartet, dass Staffel 2 kommt. Teilweise klärt sich jetzt ein bisschen was auf. Aber meistens bleiben weiterhin mehr Fragen als Antworten irgendwie übrig. Ich weiß nicht, wie ich sitzen soll, ey. Bleiben irgendwie mehr Fragen als Antworten. Also das ist... ich bin da so gespannt auf, wie das denn weitergeht. Da muss ja irgendwas passieren. Und ich habe das mal hochgemacht, dass das ein bisschen besser aussieht. Action ist da, wird auch ein bisschen mehr aufgeklärt. Ein paar andere Götter werden noch vorgestellt. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht durch. Auf jeden Fall aber empfehlenswert, würde ich jetzt mal so sagen. Dann habe ich eine neue Serie geguckt, die hatte ich durch Zufall gesehen, hat Amazon Werbung dafür gemacht, Hannah. Die war da aber, wo ich gesehen habe, die Werbung noch nicht da, die kam dann erst eine Woche, zwei Wochen später. Und war echt interessant. Geht um Mädchen, was von ihrer Mutter weggeholt, also die Mutter hat ihre Tochter aus dem Labor entführt und dann erklären sie dann im Laufe der Zeit, warum und weshalb. Und sie hat halt Fähigkeiten. Und ja, die Organisation ist da den auf der Ferse und ich kann da nicht so, es spielt auch teilweise in Deutschland, in Polen und so. Kann ich euch nur empfehlen, hat echt Gaudi gemacht, zu gucken. Dann sind wir jetzt gerade dabei, Cloud Endeavor zu gucken. Also meine Frau und ich, wir haben Staffel 1 schon geguckt. Und jetzt gucken wir Staffel 2, aber halt nicht akribisch. Also nicht gleich, wenn sie da ist, gucken wir sie. Weil dafür haben wir gar nicht die Zeit, immer so zwischendurch. Wir haben auch schon mal geschafft, eine Folge nicht zu gucken. Und dann haben wir halt zwei Folgen hintereinander angeguckt. Oder teilweise hintereinander, weil die Kleine was länger geschlafen hatte. Ja, auch auf jeden Fall empfehlenswert ist Marvel-Serie. Schwert und Mantel oder Degen und Mantel oder so sollte diese Cloud und Dagger heißen. Ich habe das mal gegoogelt. Future Man Staffel 1 habe ich geguckt. Staffel 2 bin ich dabei gerade. Die ist total freaky, die Serie. Das ist, ich glaube, die nimmt sich auch nicht wirklich ernst. Also, das ist total abgedreht. Totaler kranker Scheiß. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt. Dann Deutschland 86 habe ich dann mal versucht weiter zu gucken. Ich bin jetzt bei Folge 3 oder sowas in dem Dreh. Ich weiß nicht.
teilweise ist es interessant anzugucken und so. Aber irgendwie kommt das Feeling von Deutschland 83 nicht wirklich auf. Also vom ursprünglichen. Kam ja mal auf RTL oder war eine RTL-Serie oder so. Die war geiler, muss ich sagen. Also irgendwie fehlt hier irgendwie, irgendwas fehlt. Ich kann es jetzt nicht so greifen, aber es fehlt was. Es ist nicht so, Diesmal sind sie in, wo sind sie? In Südafrika und ist gerade Apartheid am Ende und dann wollen sie noch woanders hin jetzt irgendwie, keine Ahnung. Und wollen dann Waffen verticken und über legale Wege irgendwie Geld verdienen und die Stasi macht oh irgendwas und es war ein bisschen, also weiß ich nicht, also war ein bisschen verwirrend und irgendwie kommt das Feeling von 83 nicht auf. So, dann habe ich nochmal Vikings weitergeguckt. Da kam ja die aktuelle Staffel, also wo Iva jetzt ein bisschen frei gedreht ist. Da ist ja jetzt Ende, dann bin ich mal gespannt, wie da weitergeht. Iva hat Kattegat eingenommen, aber ich fand den Iva echt cool eigentlich. Und der hat von Ragnar viel übernommen und so. Aber irgendwie hat der komplett die Macke gekriegt. Der komplett ist der Scheibe gezogen. Und Eisenseite ist ja dann mit Übbe und so losgezogen und ja, dem machen wir Platz, so nach dem Motto. Iva hätte nicht böse sein sollen. Na gut, der ist geschädigt und den haben sie alle gehänselt und so. Ach, ich weiß nicht. Aber ich hätte mir eher gefreut, wenn Iva mit seinem, der Knochenlose, ja, ohne, also mit seiner Behinderung, die er hat, wenn er in Ragnars Fußstapfen tritt, er hat auch gute Schlachten geführt, hat gut nachgedacht und hat echt coole Sachen gemacht. Aber dass sie den so geistig komplett wegschießen und dass er sich da von seiner Ollen da so viel einreden lässt und ach, das, ich weiß nicht. Also das fand ich jetzt nicht so gut. Also die Staffel an sich war toll, aber ich fand es schade, dass Iva da halt so, na, aber egal. Young Sheldon habe ich weitergeguckt, die letzten Folgen, die mir gefehlt haben. Auf jeden Fall sehenswert. Haben sie gut gecastet, die Schauspieler. Also kommen an die Sichter, die man aus Big Bang Theory... Also da war ja nur... Missy war schon da, also seine Schwester. Der Bruder jetzt erst. Die Mutter... Ja, die Mutter nicht und Sheldon halt, ja, logischerweise. Und die haben sie gut gecastet. Also die sehen den Leuten, die wir aus Big Bang Theory kennen... schon verdammt ähnlich. Also da haben sie gute Arbeit geleistet. Und ist genauso lustig. Also ist richtig geil. Da war auch die Folge schon mit dem Atomkraftwerk. Wir suchen einen Shelly Cooper, der Plutonium kaufen wollte. Er steht der FBI vor der Tür. Der Vater macht die Tür auf. Und wollten sie ja schon verhaften. Ey. Ja, das ist mein Sohn. Ja, der macht immer so verrückte Sachen. Ja. Dann Tom Clancy's Jack Ryan habe ich geguckt. Habe ich jetzt auch fertig. Am Anfang fand ich es ein bisschen schleppend. Also die erste Folge war cool, die zweite war dann ein bisschen schleppend. Aber wenn man sich dann da so ein bisschen reinhängt, dann ist das ja nicht mal so schlecht. An manchen Stellen, wo ich sage, na, da hätte man mehr rausholen können. Ein bisschen mehr Hintergrund und so. Aber... dann zum Mitte hin wird es dann eigentlich auch klar, wo sie rauf hinaus wollten. Und ist schon ja nicht mal so schlecht. Aber ein bisschen, trotzdem ist da immer so ein Cliffhanger und man hätte mehr teilweise aus manchen Sachen machen können. Aber so an sich sehenswert. So, dann haben wir geguckt, meine Frau und ich. Also ich habe jetzt hier bei Filmen, habe ich jetzt nicht nur Filme drin, die für Prime gratis sind, sondern ein paar, die ich mir, einen, den ich gemietet habe, Martin Rutter, da kommen wir gleich dazu, und 10 Filme oder sowas in dem Dreh, oder knapp 10 Filme, sind mit bei, die waren für 99 Cent zu haben, zum Ausleihen, für 48 Stunden. Die werde ich euch auch noch direkt sagen, wenn ich den Filmtitel sage, ob ich sie gekauft habe oder ob es Prime war oder ob es schon ausgeliehen war.
damit ihr da eine Übersicht habt. So. Als erstes, oh Gott, Entschuldigung, die Nacht war kurz. Als erstes Hotel Artemis. Das habe ich ausgeliehen für 99 Cent. Da war eine Aktion. Amazon macht das ja öfter, das ist jetzt gerade auch wieder eine Aktion. Da habe ich mir jetzt Ballon ausgeborgt, also von Ballon von Bulli Herbig. Den haben wir aber noch nicht geschafft zu gucken. Also teilweise manche Filme, die ich hier ausgeborgt habe, die haben wir aber auch erst kurz nach Ablauf, kurz vor der Ablaufzeit gucken können. Also du hast immer 30 Tage Zeit zu gucken, wenn du sagst, hier, ja, jetzt willst du gucken und nicht na, später. Also hast du mal eine Möglichkeit, also jetzt gucken, später gucken. Wenn du sagst, jetzt gucken, hast du 48 Stunden Zeit zu gucken, dann ist er weg aus deiner Liste. Dann musst du entweder Geld bezahlen oder vielleicht ist er gerade für Prime, meistens aber nicht für Prime. Und wenn du sagst, später gucken, hast du halt einen Monat Zeit, den zu gucken. Entschuldigung, Leute. Und Hotel Artemis habe ich mal ausgeborgt und haben wir dann geguckt. Spielt in der Zukunft und in Hotel. So ein bisschen wie bei John Wick, also dass da Verbrecher hinkommen und verarztet werden. Und war schon cool. Action, da war Batista mit bei von, ich weiß nicht, wer Wrestling guckt, von Wrestling. Fand ich ganz cool. Also der macht da auch ein muted Bild drin. Also fand ich gar nicht mal so schlecht, die Serie, den Film. Also war schon ordentlich Action drin. Fand ich gut. Und dann Forever My Girl. Den habe ich mit meiner Frau jetzt geguckt. Der wurde mir hier bei Amazon vorgeschlagen. 1 und 1 Film-Highlights oder so. Und dann habe ich mir den ausgeborgt. Ich weiß jetzt aber gar nicht, was ich bezahlt habe. Das waren auf jeden Fall 99 Cent. Oder habe ich den gekauft? Ich weiß es gar nicht. Muss ich in meiner Bibliothek gucken. Jedenfalls habe ich Geld bezahlt. Da geht es auch darum, ein Country-Sänger, also bevor er Country-Sänger war, haut ab von seiner Hochzeit, 8 Jahre nicht zu Hause gewesen, dann will er aber wieder nach Hause, ist aber vorher von der Hochzeit abgehauen und dann trifft er seine Ex wieder und die Gefühle kommen hoch und dann stellt sie raus, die hat ein Kind. Und jetzt stellt sie noch weiter raus, er ist der Vater. Und dann will er natürlich seine Tochter kennenlernen. Die ist ganz schön auf Zack, die Kleine. Meine Frau und ich haben den geguckt und wir fanden den echt gut. Also wir mussten den halt über 2 Tage hinweg gucken, wegen der Kleinen. Wir hatten nicht so viel Freizeit und da konnten wir halt einen Tag nur die Hälfte und die andere Hälfte am nächsten Tag gucken. Aber wir fanden den wirklich gut. So. Dann habe ich, das habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben, Imitationsgame, ein streng geheimes Leben. Das ist mit dem Sherlock-Darsteller, also mit dem Schauspieler, der Sherlock spielt. Das geht um die Enigma-Maschine, die soll entschlüsselt werden in England. Heutzutage wissen wir ja, die wurde von den Engländern ja entschlüsselt, also von den Nazis praktisch. Enigma ist dieses Verschlüsselungsgerät. Und da geht es darum, wie die das geschafft haben. Und auch Hintergrundgeschichten zu den Leuten, die da gearbeitet haben und gemacht haben. Der Film war packend. War sehr packend. Das Ende fand ich traurig. Also man weiß ja, was aus ihm geworden ist, aber es war schon erschreckend zu sehen, wie die Zeit damals war. Muss ich so mal so sagen. Ich will aber auch nicht so viel spoilern. Für die Leute, die halt noch nicht wissen, also nicht in der Schule hatten und so. Dann haben wir geguckt, plötzlich Papa, der ist auf meinen Mist gewachsen. Das mit dem von ziemlich beste Freunde. Also keine Arme, keine Schokolade. Also der Schwarze. Ich frag mich nicht nach Namen. Ich kann mir von niemandem die Namen merken und schon ja nicht von Schauspielern. Aber die Rollen kann ich mir merken. Also keine Arme, keine Schokolade hier. Ziemlich beste Freunde, der. Geht darum, der hat so ein Lotterie-Leben und mal hier, mal da und macht Party und so. Und dann immer kommt eine Ex und lässt Kind da. Ja, du bist der Papa. Hier, viel Spaß. Heidewitzke, Herr Kapitän. Und dann sucht er sie. Und lebt aber ein paar Jahre mit ihr zusammen. Scheiße, was kann ich davon verraten? Mmh.
die Mutter taucht doch wieder auf. Und dann passiert einiges. Und dann will sie auch Kontakt zu ihr und will auch mehr. Und ja, der nimmt dann eine Wendung, wo ich eigentlich nicht mit gerechnet habe. Im Film wird was erwähnt, wo ich gedacht habe, ah, oh shit. Und dann ist es aber gar nicht so, dann ist es anders. Und das fand ich dann traurig. Traurig, ich will euch aber nicht so viel spoilern, aber der ist wirklich geil gemacht, der Film. Guckt euch den an, der ist lustig. Das Ende finde ich bewegend, sehr bewegend. Vielleicht nur, weil ich auch ein Vater bin, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das Ende sehr bewegend und ich kann euch den nur wärmstens empfehlen. Plötzlich Papa. So, dann muss ich mir markieren, genau hier. Kein Ort ohne dich. Das, welcher war das? Welcher? Ich habe mir hier ein paar Filme nämlich oben mal die Plakate aufgemacht, weil ich mir dann immer die Namen nicht zuordnen kann. Ah ja, hier kein Ort ohne dich, jetzt weiß ich, genau, das ist der. Geht um eine Studierende, die studiert halt und sie gehen dann zum Bullenreiten, wird von ihren Kommilitonen dahin mitgeschleppt sozusagen und dann trifft sie da den Bullenreiter und den lernen sie kennen. Die gehen auch aus und was sich da entwickelt und da ist viel Tiefgang drin. Das Ende war für mich sehr erstaunlich, aber cool gemacht, ein richtig cooles Ende, wo ich gedacht habe, schön, ich liebe Happy Ends, das kann ich verraten, der Film hat ein Happy End. Aber wie man zum Happy End hinkommt, ist... Na scheiße, hätte ich vielleicht doch nicht verraten sollen. Ne, egal. Wie man zum Happy End hinkommt, ist... holperig. Um es mal so zu umschreiben. Dann habe ich mir zwei Dokus angeguckt zu den bösen Onkels auf Amazon. Und zwar Böse fürs Leben, Dokumentation und Memento, gegen die Zeit, Dokumentation. Das sind zu den Konzerten, zum Konzert, wo sie wiedergekommen sind. Und Entschuldigung, ein Jahr später habe ich mir abends zum Einschlafen angeguckt. Ich kannte die ja schon, außer das Ende kannte ich von der letzten nicht. Dann habe ich es mir einfach zum abends zum Einschlafen nochmal reingedreht, weil da kommen auch ein paar Lieder drin vor und so. Und bin ich gut bei eingeschlafen. Sind coole Dokumentationen mit den Onkels, über die Onkels. Kann ich euch nur empfehlen. Ist wirklich sehr gut geworden. Beide Dokumentationen sind sehr gut geworden. Dann habe ich mir ausgeliehen für 99 Cent Gotti. Der hat wirklich schlechte Bewertungen gekriegt. Wirklich schlechte Bewertung. Ist mit dem Michael-Schauspieler hier, der auch, also Michael, der Film, wo er den Engel spielt. Der auch bei Sprich, hör mal, wer da spricht, mitmacht hier, der Pilot. Oh, leck mich doch am Arsch. John Travolta. John Travolta. Mich hat das Thema sehr interessiert. Und so, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Also er hat wirklich schlechte Bewertungen gekriegt. Aber ich fand den wirklich gar nicht mal so schlecht. Bisschen manche Stellen muss ich sagen, da hätte ein bisschen Ausdruck stärker sein können. Also er kann ja, aber da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Aber sonst so, die Umsetzung war echt gut. Die hat mir echt gut gefallen. Warum, also man hätte wenigstens einen Stern mehr geben können. Warum der gerade so beschissen abgeschnitten hat, ich weiß es nicht. Ich habe mir da auch zu nichts durchgelesen. So, dann habe ich mit meiner Frau geguckt, die Frau, die vorausging. Das geht um eine Künstlerin in Amerika. Die Indianer leben noch, lebt schon in Reservate. Und die will Sitting Bull malen. Und ja, dann wird sie da in dem Dorf, wo sie pennt, oder Stadt, wo sie pennt, wo sie mal aufbricht zu Sitting Bull, wird sie dann gemobbt, geschlagen und ja, ich weiß nicht mehr alles davon, aber er war sehr bewegend, der Film.
Also ich bin, ehrlich gesagt, bin ich auch dabei eingepennt. Meine Frau hat dann weitergeguckt. Ich bin dabei eingepennt. So. Dann habe ich geguckt, Espen und die Legende des Bergkönig. Och, das war wieder schön. Das war so Fantasy und Schwerter und Prinzessinnen und alles, was ein Film eigentlich sehenswert macht. Und die Hauptrolle war echt cool besetzt. Auch nicht so der typische Prinz war er nicht. Und das hat mir sehr gefallen, dass du da mal ein bisschen so abseits vom der perfekte Prinz macht das alles, sondern eher so der Kleine mit der großen Fresse macht das. Also auf jeden Fall eine Empfehlung wert, kann ich euch empfehlen. Dann habe ich Feinde, Hostels. Oh, der war das der? Den habe ich mir da oben auch hier irgendwo hingepackt. Feine Hostels. Oh ja, das war der. Oh, der war auch sehr gut. Der war, also, den habe ich auch bezahlt. Also 99 Cent ausgeliehen. Der war sehr, sehr gut. Da geht darum, Indianer sind festgenommen worden und werden festgehalten. Der eine stirbt aber an Krebs. Und dann soll, hat der Präsident gesagt, hier, Begnadigung, bringen die mal nach Hause. Und da haben sie einen Captain genommen, der etliche Indianer gekillt hat und von dem auch viele Leute von Indianern gekillt, wo Indianern gekillt wurden. Darf man das eigentlich sagen, Indianer? Das heißt, nicht, dass es wieder, das heißt, es ist rassistisch. Ureinwohner. Und die soll er dann begleiten. Nach Hause, wo sie herkommen. Damit sie ihn dann halt beerdigen können. Also nicht beerdigen, er kommt ja nicht unter die Erde. Er, bei den Indianern ist es ja egal. Und die Reise ist so interessant und was sie da auf der Reise erleben. Packend. Sehr, sehr packend. Das Ende ist auch hier wieder ein Ende, wo ich sage, scheiße, das hätte ich jetzt so nicht kommen sehen. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist manchen Stellen ist ein bisschen langatmig, aber es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, den zu gucken. Meine Frau hat den ja mitgeguckt und die fand den auch sehr, sehr gut. So, dann habe ich mit meiner Frau geguckt, Martin Rütter. Den habe ich auch ausgeborgt. Nicht für 99 Cent, der hat, was hat der mich gekostet? 3 Euro. 3,99 Euro oder so? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube 3,99 Euro. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Absolut geil. Wir haben so gelacht. Wir haben uns bepisst vor Lachen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das neue Programm heißt Freispruch. Also das erste war ja, der tut nichts. Der will nur spielen. Glaube ich. Ich habe die nicht alle so im Kopf. Aber Freispruch ist das neue und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Nicht nur für Hundebesitzer, weil ich bin kein Hundebesitzer. Ich bin ja Katzenbesitzer. Meine Mutter hat einen Hund, aber... Und er hetzt auch ein bisschen gegen Katzen. Muss ich sagen, das finde ich manchmal nicht so in Ordnung, dass er da so gegen Katzen hetzt. Aber es ist lustig. So, dann habe ich geguckt. Verpiss dich, Schneewittchen. Ist mit diesem Bülern, Jalen Bülern, wie der heißt, der lange, der mit den langen Haaren, der auch seine Serie auf RTL hatte und so. Ist lustig. An manchen, also die spielen auch mit Klischees, mit manchen Klischees, wo ich sage, und dann kommt es aber gut rüber. Also so ein bisschen der Tiefgang fehlt. Ist ein bisschen platt, aber ist sein erster Film und er ist einfach lustig. Also von mir auch da eine Empfehlung. Dann habe ich geguckt mit meiner Frau Love, Simon. Das geht um jemanden, der schwul ist, sich nicht outet in der Schule, dann aber verpetzt wird. Und scheiße. Und dann halt der schwere Weg wieder zur Schule. Und so diese Zwischenmenschliche und das Ende ist dann auch da und da kann ich aber nicht so viel verraten.
sonst lohnt sich das nicht wirklich da noch zu warten bis zum Ende, weil dann weiß man ja das Ende. Auf jeden Fall lohnenswert. Meine Frau hat den auch mitgeguckt und wie gesagt, die fand den gut. Am Anfang dachte sie so, oh, so ein Teenager-Love-Scheiß. Ja, aber 99 Cent und da habe ich den mitgenommen und pff, da kann man nichts verkehrt machen. Und dann hat er ihr dann doch gefallen. Dann habe ich geguckt mit meiner Frau zusammen, Hacksaw Ridge. Für 99 Cent habe ich mir den ausgeliehen. Den hatte ich mal auf... Boah, scheiße, wo waren das? Wo ich noch Fernsehen geguckt habe, vor ein paar Jahren. Habe ich den bei Sky gesehen? Nee, bei Sky war das nicht. Das war, glaube ich, Sat.1 oder so. Kabel 1. Ich weiß es nicht. Irgendwo war er mal im Fernsehen. Aber ich habe den Anfang nicht mitgekriegt. Ich habe erst... das Ende mitgekriegt, also so nicht ganz Mitte, also schon so zwischen Mitte und Ende, dazwischen bis zum Ende, das habe ich mitgekriegt und fand ich sehr gut. Ich wollte unbedingt den Anfang mal sehen und da habe ich gedacht, naja, scheiße, wenn der jetzt für 99 Cent da ist, greifst du zu. Und dann haben wir uns den komplett drin gedreht, meine Frau und ich, und selbst meine Frau, die eigentlich nicht so auf Kriegsfilme steht und Gewalt und so, fand den sehr packend und interessant. Es geht darum, er will seinem Land dienen und halt auch helfen. Er will aber keine Waffe in der Hand drücken. Er streitet dann das Recht, weil er ja als Sunny hin wollte, und dann wollen sie ihm trotzdem eine Waffe ausbilden. Er streitet das Recht, Sunny zu sein zu dürfen, auch im Kriegseinsatz, aber er muss keine Waffe tragen und benutzen. Und dann passiert was, wo... ja, was nicht so gut ist, wo die Hälfte seiner Einheit fast ausgelöscht wird und er wächst über sich hinaus. Und was dann kommt, und er wird auch nur verspottet von allen und so, was dann kommt, ist sehr bewegend, sehr packend, aber das möchte ich euch nicht zu sehr spoilern und verraten. Ist auf jeden Fall ein absolut geiler Film, den ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Meine Frau fand den auch total geil und ja, war am Anfang halt nicht so begeistert davon, aber dann schlussendlich doch. Dann habe ich, den habe ich glaube ich auch ausgeborgt für 99 Cent, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Ist auch so ein Liebesding und ich habe halt so ein paar so Liebesdinger ausgeborgt für meine Frau, weil die so auf sowas steht und zum Entspannen ist der sowas immer ganz gut. Und die hat genug Stress und nicht nur mit mir, also mit mir sowieso hat sie mit mir Stress, das ist klar, weil ich bin nicht so einfach und bin schon ein komplizierter Mensch. Und auch wegen den Stream, egal. Und ja, da habe ich dann das für 99 Cent, glaube ich, sogar ausgeborgt und haben uns den angeguckt. Es geht darum, um Mädchen und um Jungen. Der Junge, der wacht jeden Tag in einem anderen Körper auf. Der hat auch ein eigenes Instagram-Profil und so was alles. Und der verliebt sich dann in sie und erklärt ihr das. Und das ist schon ganz schön freaky, ganz schön tricky und aber auch schön anzusehen. Ja, ich kann euch da nicht so, ich weiß nicht, was ich noch verraten kann und was ich nicht verraten kann. Sonst lohnt sich das ja auch nicht, den zu gucken. Ja, machen wir mal lieber weiter. Equals, euch gehört die Zukunft. Wartet mal, da muss ich mal gucken, habe ich mir den hier oben weggemacht. Nee, habe ich nicht. Welcher war ein Equals, euch gehört die Zukunft? Kopieren. Ich habe hier nämlich ein paar Filme oben im Tab laufen bei Amazon. Also nicht laufen, aber ich habe die Bilder hier. Ach, der war das, genau. Damit ich die Cover sehe, weil ich mir immer so scheiße Namen merken kann. Ich bin die ganze Liste vorher nochmal durchgegangen, aber habe mir halt so ein paar Gedanken, Stichpunkte hier oben hingesetzt. Also Bilder. Und zwar geht es darum, das ist in der Zukunft. Gefühle sind sozusagen abgeschaltet, also ausgeschaltet. Und manche kriegen aber noch Gefühle. Und die werden aber aus der Gruppe selektiert und dann gibt es ein neues Medikament, was die Gefühle wieder unterdrückt. Und es gibt auch so eine Untergrundbewegung, Menschen mit Gefühl, die sich halt in der Öffentlichkeit nicht outen können.
War verdammt interessant, geil anzusehen. Da macht die mit von, ach, wo hatten die mitgemacht hier, die Tussi? Scheiße, hat mal Hauptrollen. Ja, wie heißt die? Kirsten Stewart. 8, Camp X-Ray hat sie mitgemacht. The Cake Eat. Nee, Twilight, genau, da ja meine ich. Twilight. Das ist die Olle von Twilight. So. War sehr interessant und sehr cool zu gucken. Also auf jeden Fall, wer nicht auf Science Fiction und Zukunft und so steht, sollte lieber die Finger davon lassen. Aber Menschheit ohne Gefühle und so war schon interessant. Gibt es schon einige so eine Sachen. Wie hieß denn der Film, den ich damals geguckt habe, wo die Farben ausgeschaltet werden? Die müssen sich jeden Tag so impfen lassen und so im Automaten, und dann werden die Farben ausgeschaltet und die sehen nur schwarz-weiß. Und dann mit dem Bibliothekar, der halt Farbe sieht und das Wissen verwaltet. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Der ist aber auch bei Amazon drin. Och, wie hieß denn der? Also wenn ihr wisst, welchen ich meine, dann schreibt das mal in die Kommentare, weil ich weiß das gerade absolut nicht. Ich kann ja mal gucken, ob er hier unten angezeigt wird. Nee, wird er natürlich nicht. Level 16. Nee, der wird hier leider nicht angezeigt. Der wird hier leider nicht angezeigt. Und den habe ich auch nicht mal in meiner Liste mehr drin. Scheiße. Ich weiß echt nicht, wie der gerade heißt. Aber es ist ein cooler Film und den kann ich euch auch empfehlen. Ich guck mal, vielleicht finde ich den noch und pack den unten in die Videobeschreibung unter Equals. Dann könnt ihr da mal reingucken. Bei Amazon, links habe ich ja reingemacht, bei Amazon ist zu fast jedem Film ein Trailer da. Könnt ihr mal gucken, ob euch das gefällt. So, dann haben wir geguckt, Fallen, Engelsnacht. Also das war wirklich absolut kitschig. Also wer nicht auf Kitsch steht, der soll da lieber die Finger von weglassen. Also das war so absolut kitschig. Engel und Dämonen und... Der Engel hat sich verliebt und dadurch werden die immer wieder geboren und bla, und das klärt sich halt im Laufe der Zeit auf und so. Teilweise hat er was, der Film, aber an manchen Stellen, wo ich sage einfach, boah, mehr Klischee geht gar nicht. Mehr Klischee geht nicht. Da kann ich jetzt nicht zu oder zusagen und also sagen, guckt oder guckt nicht, da müsst ihr dann selber entscheiden. Der Link ist drinnen, guckt euch mal einen Trailer an. Da bin ich echt gespalten. Also teilweise ja, okay, und teilweise sage ich, oh, also, nee. Also da kann ich leider, also da habe ich selber keine richtige Meinung zu. Also da bin ich wirklich selber sehr gespalten. Also kann ich jetzt großartig nichts dazu sagen. So, dann soll es jetzt auch für Amazon gewesen sein. Wir haben Amazon-Serien und Amazon-Filme, die ich geguckt habe, durch. Von November 2018 bis jetzt April, also bis Ende April 2019. November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Es sind 6 Monate, egal. 6 Monate. Scheiße, hat lange gedauert. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass das Format jetzt wieder regelmäßig kommt. Es werden jetzt natürlich nicht mehr so viele Filme und Serien drin sein wie früher und auch nicht wie jetzt am Stück, weil wir kommen nicht mehr so viel zum Gucken. Daher wird das dann wahrscheinlich teilweise ein bisschen knapp, wenn es dann vielleicht nur 5 Minuten, 6 Minuten Video, und wenn ich da eine Serie gucke, die gucke ich jede Woche, und ja, Filme halt auch nicht so viel. Also wird es ein bisschen knapper werden, aber ich werde versuchen, dass ich es ab Ende April, Mai, regelmäßig mache. Also dass das nächste Video jetzt Ende Mai kommt, mit dem, was ich im Mai geguckt habe. So. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten, wenn es euch gefallen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich mache jetzt gleich noch das gleiche Video, aber mit Netflix, was ich auf Netflix geguckt habe. Ich hoffe, wie gesagt, hat euch gefallen. Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.